Heute stellen wir Ihnen die dritte Ausgabe 2018 der Medizinischen Klinik Intensivmedizin und Notfallmedizin vor, Volume 113, Ausgabe 3, April 2018. Der erste Beitrag widmet sich wieder einem Themenkomplex des Update Intensivmedizin. Hier berichtet Privatdozent Dr. Kochanek aus Köln über aktuelle Studien zur Sepsis. Huge stellt die intensivmedizinische Therapie interzerebraler Blutungen vor. Er zieht folgende Schlussfolgerungen. Die interzerebrale Blutung stellt eine intensivmedizinische Herausforderung dar, die einer raschen multimodalen Therapie bedarf. Die Patienten profitieren von einer zügigen Senkung des systolischen Blutdrucks auf Werte kleiner 140 mm Hg. Die Blutdruckkontrolle sollte in den folgenden Tagen konsequent unter Vermeidung von Blutdruckspitzen weitergeführt werden. Der infolge der Blutung sich entwickelnde sekundäre neurologische Schaden kann den primären mechanischen Insult noch übertreffen. Wichtig sind hier eine stringente Aufrechterhaltung der Homöostase des Patienten und eine in Eskalationsstufen durchgeführte Kontrolle eines sich entwickelnden erhöhten intrakraniellen Drucks. Der Stellenwert neurochirurgischer Interventionen zur Hämatomausräumung und die Rolle eines erweiterten neurologisch-invasiven Monitorings wie beispielsweise der Anlage einer externen Ventrikeldrainage sind nicht endgültig geklärt. Rutter und Mitarbeiter berichten über das akute Leberversagen. Ihre Zusammenfassung. Durch eine stetige Verbesserung der intensivmedizinischen Therapie konnte in der Behandlung von Patienten mit akutem Leberversagen eine deutliche Reduktion der Mortalität beobachtet werden. Neben symptomatischer Therapie, bei der insbesondere durch den Einsatz von extrakorporalen Verfahren, zum Beispiel Plasmaaustausch, das Überleben verbessert werden kann, gibt es abgesehen von N-Acetylcystein aktuell kaum konservative Therapiestrategien mit ausreichendem Nachweis eines Behandlungsvorteils. Eine interdisziplinäre Evaluation zur Organtransplantation sollte frühzeitig durchgeführt werden. Baumann und Coworker berichten über die bettseitige Implantation eines neuen passagieren Vena Cava Inferiofilters. Ihre Zusammenfassung. Lungenembolien sind lebensgefährliche Komplikationen bei kritisch kranken Patienten auf Intensivstationen. Wenn eine Antikoagulationstherapie passagier kontraindiziert ist, kann ein extrahierbarer Vena Cava Filter zum Schutz vor einer Lungenembolie in der Akutphase eingesetzt werden. Der Angel-Katheter ist ein neuartiger und technisch einfacher implantierbarer Vena Cava-Filter für die Intensivstationspatienten. Saugel und Mitarbeiter stellen eine Studie zum Advanced Hemodynamic Monitoring bei Intensivpatienten dar. Diese webbasierte Übersichtbefragung unter deutschen Intensivmedizinern zeigt, dass die hemodynamische Erfassung vorwiegend mit der Echokardiographie oder der transpulmonalen Thermodilution wird als notwendig eingeschätzt, um die Art und Weise des zirkulatorischen Schocks näher eingrenzen zu können. Weiterhin, die meisten Antwortenden glauben, dass ein erweitertes Monitoring mit den entsprechenden Variablen sehr wichtig sind für die Erfassung des Volumenstatus und der Volumenreagibilität bei Patienten mit einer hemodynamischen Instabilität und die Therapie mit Flüssigkeit, Vasopressoren und Inotropika weiter steuern zu können. Das erweiterte hemodynamische Monitoring und seine Technologien sind bei den meisten Intensivstationen verfügbar. Diese Befragung identifizierte keine relevanten Barrieren in Bezug auf die Verfügbarkeit oder die Kenntnisse über die Technologie der einzelnen Monitoringverfahren. Angesichts der methodologischen Limitation dieser webbasierten Befragung zukünftige wissenschaftliche Untersuchungen müssen mehr fokussieren darauf, Daten zu erheben über den Einsatz des erweiterten hemodynamischen Monitorings basierend auf individuellen Patientendaten. Tomasi und Mitarbeiter berichten über den Stand der Ausbildung im Lungenultraschall. Ihre Zusammenfassung. Aus den gewonnenen Ergebnissen lässt sich folgern, dass der Lungenultraschall unter Anästhesisten auch an Universitätskliniken aufgrund mangelnder Kenntnisse nicht häufig angewandt wird, der Bedarf an Lehreinheiten zum Thema Lungenultraschall aber sehr hoch ist. Internetbasierte Lehreinheiten werden dem Frontalunterricht als gleichwertig betrachtet. Beide Unterrichtsformen verbessern die Kenntnisse im Lungenultraschall und führen zu einer deutlichen Mehranwendung von Lungenultraschall im klinischen Alltag,
wobei die Berufserfahrung die Anwendungshäufigkeit nach den Unterrichtseinheiten zu beeinflussen scheint. Weiterhin, die bevorzugte Unterrichtsform der Teilnehmer ist hybrides Lernen, eine Mischform aus beiden Unterrichtsformen. Ein mögliches Fortbildungskonzept im Lungenultraschall könnte somit auf internetbasiertem Selbststudium als Basisunterricht und auf einem praktischen Frontalunterricht als Unterricht für Fortgeschrittene basieren. Hier ein Fallbericht von Michels und Mitarbeitern zum Management eines Elternpatienten in der Notaufnahme am Lebensende. Die Zusammenfassung: Die Integration von medizinethischen Aspekten und Palliativmedizin in die geriatrische Notfallmedizin stellt zukünftig eine Herausforderung dar. Das Management geriatrischer, nicht selten palliativer Patienten in der Notaufnahme löst aufgrund multidimensionaler Faktoren häufig Entscheidungs- und Handlungsunsicherheiten bei den betroffenen Notfallmedizinern aus. Hier ein Fallbericht: Protrahiertes malignes neuroleptisches Syndrom nach Haloperidolgabe. Die Zusammenfassung: Letztlich konnten wir bei unserem Patienten nicht mit Sicherheit klären, ob tatsächlich ein malignes neuroleptisches Syndrom vorlag, weil die führende Symptomatik aus Fieber, Nierenversagen, Rhabdomyolyse und Rigor auch durch ein septisches Krankheitsbild bzw. ein schweres Alkoholentzugsdelir verursacht werden kann. Diese Kasuistik soll dazu beitragen, das seltene Krankheitsbild des malignen neuroleptischen Syndroms in die differenzialdiagnostischen Überlegungen mit einzubeziehen, insbesondere bei therapierefraktärem hohen Fieber ohne Infektfokus und Neuroleptikatherapie in der unmittelbaren Vorgeschichte. Hier ein Bild und Fall: Hypothermie-induzierte EKG-Veränderung charakteristisch, aber nicht spezifisch, von Guido Michels und Mitarbeitern. Unter therapeutischer Hypothermie lassen sich in bis zu 40% der Fälle hypothermie-induzierte J- bzw. sogenannte Osborne-Welle nachweisen. Das Auftreten von J-Wellen im Rahmen der therapeutischen Hypothermie ist charakteristisch, jedoch nicht pathognomonisch für eine Hypothermie. Eine elektrokardiographische Diagnosestellung unter Hypothermie nach Kreislaufstillstand sollte aufgrund der vielfältigen hypothermie-assoziierten elektrophysiologischen und mechanischen Veränderungen des Myokards stets mit Vorsicht erfolgen. Im Journal Club: Darstellung einer Studie zur sofortigen Extubation oder Terminal Screening beim beatmeten Intensivpatienten nach Therapiezieländerung, von Janssens. Therapiezieländerung mit Behandlungsverzicht und Therapielimitierung werden bei beatmeten Intensivpatienten mit zweifelhafter Prognose häufig vorgenommen. Die Beendigung einer Beatmung kann durch eine sofortige Extubation oder durch ein terminales Weaning vorgenommen werden. 3, 6 und 12 Monate nach dem Tod beatmeter Intensivpatienten zeigten Angehörige keine unterschiedlichen Symptome eines posttraumatischen Stresssyndroms, von Angst oder Depression sowie einer komplizierten Trauer in Abhängigkeit von der gewählten Methode, sofortige Extubation versus terminales Weaning. Nach sofortiger Extubation wurden im Vergleich zum terminalen Weaning vermehrt Atemwegsobstruktionen, Schnappatmung sowie Schmerzen bei den Patienten beobachtet. Eine optimierte Analgosedierung ist individualisierte sicherzustellen. Die Beendigung einer Beatmung nach Therapiezieländerung muss Patienten und Angehörigen zentriert vorgenommen werden und erfordert eine vorangehende intensive Kommunikation im Behandlungsteam und mit den Angehörigen sowie eine detaillierte Information der Angehörigen über die voraussichtlichen Abläufe. Lothar Engelmann im Berufspolitischen Forum führt eine Diskussion zu Untergrenzen für Pflegekräfte. Die von der Bundesregierung geforderte Festlegung von Personaluntergrenzen erfordert eine intensive Diskussion, bei der die Vorstellungen des Pflegesektors, der Ärzte und der einschlägigen Berufsgruppen zur Pflegequalität im Zentrum stehen müssen. Einmal festgelegte Personaluntergrenzen werden für Jahre gültige Personalschlüssel darstellen und sollten deshalb neben der Pflegequalität auch die Arbeitsbedingungen für das Personal berücksichtigen, unter denen die geforderte Qualität zu erreichen ist. Es kann keine örtlich unterschiedlichen Festlegungen von Personaluntergrenzen geben, allenfalls dann, wenn sie auf den DIVI-Empfehlungen beruhen. Die Erarbeitung von Personaluntergrenzen kann nicht mit heißer Nadel gestrickt werden. Sie benötigt mehr Zeit, als der vorliegende Zeitrahmen vorsieht, weil es um einen zukunftsfähigen Konsens aller Beteiligten geht. Die aktuell CME-zertifizierte Fortbildung widmet sich dem Angehörigengespräch in der Intensivmedizin von Privatdozenten Hartog und Mitautoren.
Last not least, die Mitteilung der DGN, die sich wiederum dem diesjährigen Jahreskongress widmen mit verschiedenen Ankündigungen. Unter anderem wird hier auch der Festredner bei der Jahrestagung Grenzenüberwindung, Dr. Tankred Stöbe, ehemaliger Vorsitzender der deutschen Sektion Ärzte ohne Grenzen. Alle weiterführenden Informationen und Inhalte entnehmen Sie bitte der aktuellen Publikation Medizinische Klinik Intensivmedizin und Notfallmedizin, Volumen 113, Ausgabe 3, April 2018.